mangelnde Transparenz und wenig bis gar keine Beteiligung der Opposition. Vorwürfe dieser Art sind vor allem in Bezug auf die Bundes-Corona-Politik immer wieder zu hören. Als die hohe Inzidenz den Landkreis Vorpommern-Greifswald jedoch zum Hochrisikogebiet machte, wurde das Thema auch auf regionaler Ebene vermehrt zum Politikum. So kritisierten die Kreistagsfraktionen der SPD, Grünen und Linken das Krisenmanagement der Verwaltungsspitze und beantragten in der Hoffnung auf mehr Transparenz eine Sondersitzung des Kreisausschusses. Der Anlass für die Kreisausschusssitzung war, dass wir das Gefühl hatten, dass der Landrat die Pandemiebewältigung nicht richtig unter Kontrolle hat und es da auch das ein oder andere Transparenzproblem gab. Diese Sitzung, welche für mehr Verständnis zwischen beiden Seiten hätte sorgen können, hatte genau den gegenteiligen Effekt. Schon die Art und Weise, wie die Online-Veranstaltung durchgeführt wurde, sorgte für weitere Konflikte. Was daraus gemacht wurde, war ein dreieinhalbstündiger Vortragsmarathon an einem Freitagabend. Man hatte das Gefühl, die wollen uns irgendwie ermüden. Und am Ende blieb dann die Auseinandersetzung, wer wann welche Fragen eingereicht hat. Was eigentlich von unserer Seite aus als Entgegenkommen angedacht war, denn wir wollten die Verwaltung entsprechend einen Hinweis geben, was uns dann besonders interessiert. Laut Landrat Michael Sack habe sich die Verwaltung jedoch im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich vorbereitet. Der Wunsch nach einer Fragestunde hätte ihm zufolge im Vorfeld klarer kommuniziert werden müssen. Der Einladende für diesen Ausschuss bin ich. Das heißt, ich lege die Tagesordnung fest. Und die habe ich entsprechend des Antrages auch so aufgestellt, wie sie kamen. Und da stand nichts drauf, dass wir eine Fragestunde machen wollen. Also ich würde da schon sagen, wir stehen all den Fragen gerne zur Verfügung. Es gab am Ende dieser Veranstaltung, da war genug Raum, um auch alle Fragen nochmal loszuwerden. Aber ich glaube, das hätte viele Doppelungen gegeben, weil wir, glaube ich, in unseren Vorträgen einen ganz großen Teil dieser Fragen beantwortet haben. Ja, das ist jetzt die Frage, was will man von uns, die Information oder uns vorführen? Und ich habe das so verstanden als Auftrag, die Kreisverwaltung soll zeigen, wie die Pandemiebewältigung gerade läuft. Und das, glaube ich, haben wir sehr umfassend und auch sehr tiefgründig gemacht. Weiter bittet der Landrat um Verständnis dafür, dass auf die kurzfristig eingereichten Fragen der Fraktionen nicht eingegangen wurde. Dafür hätte er Mitarbeiter einsetzen müssen, welche direkt an der Bekämpfung der Pandemie beteiligt sind. Die Beantwortung soll in schriftlicher Form erfolgen. Neben mehr Transparenz ging es den Kreistagsmitgliedern jedoch auch darum, stärker mit einbezogen zu werden. Die Pandemie kann man nur gemeinsam bekämpfen. Und deshalb hätte ich mir auch ein eher dialogbasiertes Verfahren gewünscht, wo ganz offen gesagt wird, das ist die Situation und wo wir aber auch in einen offenen und ehrlichen Austausch miteinander kommen können und wo auch Ideen der vermeintlichen Opposition mit einbezogen werden. Denn dass nicht alles rund läuft, haben ja die Zahlen oder die Entwicklung der Inzidenzwerte in diesem Jahr gezeigt. Vorschläge gibt es viele. So möchte die SPD beispielsweise ermöglichen, dass Senioren am Wohnort abgeholt und zu einem Impfzentrum gefahren werden. Wer das bezahlt, darüber kann man sich ja dann am Ende streiten. Aber das kann nicht das Hauptthema sein. Wenn ein 80-Jähriger von der Insel Usedom nach Greifswald zum Impfen fahren muss, ist das einfach zu weit. Jetzt ist Anklam dabei, das ist schon ein Erfolg. Aber wir brauchen letzten Endes wohnortnahe Impfungen und da sind 30 Kilometer auch zu weit. Laut Landrat Michael Sack ist die Krisenbewältigung jedoch eine reine Angelegenheit der Verwaltung. Umfangreiche Debatten und die damit verbundenen langen Entscheidungsprozesse wären dabei fehl am Platz. Es ist eben keine normale politische Arbeit derzeit möglich. Wir sind hier auch nicht in einem Themenkreis, sozusagen, wo der Kreistag mitzudiskutieren hat, sondern wir sind in einer Pandemiebewältigung. All diejenigen, die das vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, die Corona-Pandemie kann man nur managen, indem man sehr schnell reagiert und sehr flexibel ist. Und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit gemacht. Ich kann den Wunsch verstehen, wir werden das bei allen anderen Themen, die wir haben als Landkreis, natürlich einhalten, so wie unser gesetzlicher Rahmen das vorsieht. Gar keine Frage. Aber in einer Pandemie heißt es, wie gesagt, schnell und schlagkräftig zu reagieren. Und das wird weiterhin das Thema sein. Eine Diskussion ist aus meiner Sicht auch gefährlich, weil es am Ende auch Menschenleben kosten kann, wenn wir eben lange brauchen, um eine Entscheidung zu finden. Damit stößt er bei den Fraktionen zumindest teilweise auf Verständnis. Was jedoch nicht bedeutet, dass diese sich aus der Corona-Politik des Kreises raushalten. So wurde auf der Kreistagssitzung am 15. März unter anderem über eine Beschlussvorlage abgestimmt, welche vorsah, 210.000 Euro
für die Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen bereitzustellen. Antragsteller waren die Fraktionen Grüne und Tierschutzpartei sowie Die Linke. Wenn in Schulen die Luftreiniger stehen, wenn die dort angewendet werden, kann es eine wirklich effektive, wertvolle Maßnahme sein, das Krisenmanagement der Verwaltung zu unterstützen in Richtung, wir schaffen Lösungen, die Verwaltung ist tätig, der Landkreis tut etwas für seine Bürgerinnen und Bürger. Das war ein Anliegen meiner Partei, meiner Fraktion, der anderen unterstützenden Fraktionen, die dasselbe Anliegen hatten. Und wenn man da mehr drauf eingeht, und ich hoffe, bei der nächsten Kreistagssitzung finden wir eine Mehrheit, dann kann ich auch sagen, Verwaltung und Politik gehen Hand in Hand, um diese Krise gemeinsam zu meistern. Und da möchte ich auch hin. Doch auch diesen Vorschlag hält Landrat Michael Sack nicht für zielführend. Bei den Luftfiltern gibt es durchaus erhebliche Bedenken, ob sie helfen. Für mich ist eine ganz entscheidende Frage auch, was nutzt es, wenn wir in jedem dritten Raum einen Luftfilter haben? Entweder machen wir das wirklich in jedem Raum, das heißt, wir müssen das wirklich von morgens bis abends, also bis die letzten Schüler die Schule verlassen, auch einhalten. Das können wir uns finanziell, glaube ich, kaum leisten. In jeden Klassenraum dort ein Gerät zu stellen am Ende. Und gleichzeitig muss ich sagen, gestern Abend der Bildungsausschuss hier in Greifswald hat ja gezeigt, dass die Schulleiter sehr skeptisch sind. Und Greifswalder Schulen haben diese Luftfilter schon und es ist dort klar gesagt worden, nach kurzer Zeit werden die in der Regel ausgemacht, weil sie stören, weil sie laut sind und weil die einfach nicht, das passt einfach nicht. Und ich glaube, wir sollten dieses Geld an der Stelle nicht ausgeben. Wir gehen jetzt in die warme Jahreszeit, da kann man das Fenster öffnen, das ist deutlich effektiver und uns diese teuren Anschaffungen gerne sparen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Als der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, war schnell klar, dass die konservativ-bürgerliche Kreistagsmehrheit bei diesem Punkt hinter dem Landrat steht. Dies heißt jedoch nicht, dass sie prinzipiell gegen den Einsatz von Luftfilteranlagen ist. Denn ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion sah vor, diesbezüglich eine Empfehlung vom Bildungsministerium einzuholen. Das Bildungsministerium soll die Vor- und Nachteile darstellen und dann können wir auch gemeinsam Hand in Hand loslaufen und können dann ordentliche Geräte holen, die leise sind, nachhaltig sind und die auch wirklich den Zweck erfüllen. Da die AfD jedoch bei beiden Abstimmungen ablehnte, gibt es für Vorpommern-Greifswald zunächst weder eigenfinanzierte Filtergeräte noch eine Empfehlung seitens der Landesregierung.